Niemand kreuzt deinen Weg zufällig. Ist es Schicksal, wenn ich jemandem begegne? Jeder Mensch erfüllt eine Aufgabe. Die Religionen verkaufen ihre Sicht der Dinge, moderne, allumfassendere spirituelle Richtungen wiederum eine andere. Es gibt Agnostiker, die an gar nichts glauben und Menschen, die einzig und allein im Augenblick leben, ohne sich auf die Suche nach dem großen Ganzen zu begeben. Es gibt keine zuverlässigen Schätzungen, wie viele Menschen wir im Laufe eines Durchschnittslebens treffen. Dies hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Jemand, der als Schafhirte in den schottischen Highlands unterwegs ist, wird tendenziell weniger Sozialkontakte haben als ein Barkeeper in New York oder eine Friseurin in Berlin. Allerdings blicken alle diese Menschen am Ende ihres Lebens auf eine stattliche Anzahl von Begegnungen zurück mit gemischten Gefühlen. Es gibt zahlreiche Theorien zum zwischenmenschlichen Zusammenleben. Die wichtigsten von ihnen können uns zumindest Anhaltspunkte geben, wie wir das Leben in Gemeinschaft am besten betrachten sollten. Nummer 1. Buddhismus. Jeder Mensch, den wir treffen, ist ein Lehrer. Je nachdem, welche Erinnerungen wir an unsere Schulzeit haben, kann in dieser Feststellung Freude oder Leid mitschwingen. Doch genauso ist diese Wahrheit auch gemeint. Lehrer vermitteln uns Wissen. Ob dieses gut oder schlecht für uns ist, lässt der kosmische Lehrplan unberücksichtigt. Wie in der Schule auch, gibt es Lehrer, die uns fördern, uns unterstützen und eher den Rang einer Mentorin oder eines Mentors einnehmen. Wir verdanken ihnen letztendlich viel und wären ohne sie nie am rechten Weg gelandet. Selbst wenn sie uns nur das Interesse an bestimmten Themen näher bringen konnten oder unseren Widerspruchsgeist genährt haben, haben wir von der Begegnung mit ihnen schon profitiert. In der Schule und im echten Leben gibt es dann aber auch noch Lehrmeister, die uns hauptsächlich das Fürchten lehren und die uns zeigen, wohin wir uns als Personen nicht weiterentwickeln möchten. Schlechte Vorbilder sind mitunter die besten. Besonders hart treffen uns Begegnungen mit den sogenannten Zerstörern. Sie prägen einen Typus Mensch, der uns die wichtigsten Lektionen des Lebens auf schmerzhafte Art und Weise beibringt. Das können Partner sein, die uns betrügen und aufs Schlimmste verletzen. Es kann sich dabei auch um Vorgesetzte oder Kollegen handeln, deren Willkür wir über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger hilflos ausgesetzt waren. Zerstörer haben nur diese eine Aufgabe in unserem Leben. Sie sollen alles dem Erdboden gleich machen, worauf wir bislang unser Dasein gegründet haben. Sie sollen uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehen und keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Warum? Weil wir sonst niemals den Mut, die Stärke und die Willenskraft aufbringen würden, weiterzuziehen und neu zu beginnen. Wie eine menschgewordene Abrissbirne leisten sie die Vorarbeit, die es braucht, um etwas Schönes, Neues und nie Dagewesenes zu erschaffen. Wir müssen manchmal leider brennen, um wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen zu können. Nummer 2. Die Lehren von Carl Gustav Jung. Unterbewusstsein ist gleich Schicksal. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung forschte jahrelang an dem Phänomen Schicksal. Er erlebte in seiner Praxis tagtäglich, welche Macht seine Patienten diesem kurzen Wort einräumten. Er selbst war dem Metaphysischen gegenüber nicht gänzlich verschlossen, jedenfalls nicht im Vergleich zu anderen Wissenschaftlern seiner Zeit und überhaupt. Allerdings suchte er den Schlüssel für den Schicksalsbegriff im Inneren der Menschen selbst. Sein abschließendes Fazit und die Quintessenz seiner Forschungen lautete daher: Bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken und wir werden es Schicksal nennen. Erstaunlicherweise deckt sich diese Erkenntnis mit einer modernen, derzeit sehr populären Sicht auf das Leben. Nummer 3. Dem Gesetz der Anziehung. Was wir fühlen, erschaffen wir letztendlich auch. Carl Gustav Jung war mit seiner Beurteilung des Unterbewussten näher am Puls der Zeit, als man denken könnte. Wenn wir uns des Gesetzes der Anziehung bedienen, holen wir automatisch die Kraft unseres Unterbewusstseins mit ins Boot. Wir visualisieren, wir manifestieren und fühlen unsere Wünsche so intensiv, dass wir alle unsere Sinne für diese eine Projektion zum Einsatz bringen.
Begegnungen mit Menschen sind dann nichts anderes als die Antwort auf unsere Bitte, die Reaktion auf unsere Aktion und die Wirkung einer Ursache, die tief in unserem Innersten ihren Ausgangspunkt hatte. Unser Unterbewusstsein ist ein mächtiges Instrument, das unsere Willenskraft jedoch durchaus in der Lage ist zu steuern. Was wir fühlen und was wir denken, lenkt unsere Geschicke sehr viel stärker, als wir es für möglich halten. Diese Überlegung führt uns nahtlos weiter zur nächsten großen Theorie über das Schicksal. Nummer 4. Sigmund Freud. Schicksal entsteht aus reiner Willenskraft. Die exakt gegenteilige Sicht auf diese Fragestellung nahm Sigmund Freud, Mentor und langjähriger Wegbegleiter von Carl Gustav Jung, ein. Auch er sprach aus jahrelanger Forschung und erkannte schließlich für sich selbst, dass es die Menschen sind, die ihr Schicksal formen. Durch ihr stures Beharren erschaffen sie alles um sich herum. Sie halten die Fäden in der Hand, bestimmen, wem sie in ihrem Leben einen Raum geben und wem nicht. Nicht immer geschieht dies zu ihrem Besten, im Gegenteil. Freud ging sogar so weit, zu insistieren, dass es die menschlichen Neurosen seien, die uns dazu bringen, traumatische Situationen immer wieder aufs Neue zu wiederholen. Er sah also nicht das Göttliche, Übermenschliche, Spirituelle, ja nicht einmal unser Unterbewusstsein als Schlüssel für alles, was wir Schicksal zu nennen pflegen. Laut Sigmund Freud sind wir alle unseres Glückes und Unglückes Schmied, indem wir ständig darauf pochen, allen Gegebenheiten des Lebens unseren Willen aufzuzwingen. Nummer 5. Was sagt die Physik zum Thema Schicksal? Zugegeben, bei den Naturwissenschaften, um Rat zu fragen, wie es denn mit ihrem Verständnis von Schicksal und Co. so bestellt sei, ist ein interessantes, interdisziplinäres Crossover. Doch es ist mehr als nur ein Versuch wert, denn das dritte Newtonsche Gesetz zum Beispiel sagt im Prinzip nichts anderes aus, als dass jede Handlung eine andere von gleicher Stärke auslöst. Umgelegt auf unseren Alltag bedeutet dies, jede Begegnung löst eine andere aus. Diese Kettenreaktion zieht sich über den gesamten Erdball und wird nie zu Ende sein. Wenn zwei Menschen sich treffen, tritt das Naturgesetz von Ursache und Wirkung in Kraft. Doch es kommt noch besser, wenn auch nicht für die Naturwissenschaften. Unerklärliche Phänomene machten sich nämlich ausgerechnet in der höchst detailverliebten Disziplin der Quantenphysik breit. In der Welt der Atome begann der Zufall immer öfter Regie zu führen. Dieses Phänomen auf singuläre Ereignisse zu reduzieren, gelang in groß angelegten Forschungsreihen irgendwann nicht mehr. Bestimmte Ergebnisse waren schlichtweg nicht präzise vorhersagbar. Sie traten nur mehr mit einer hinreichenden, wenn auch berechenbaren Wahrscheinlichkeit ein. Und er würfelt doch. Der große Albert Einstein hatte also in einem Punkt tatsächlich Unrecht. Sein bekanntes Zitat, Gott würfelt nicht, muss inzwischen sogar die Naturwissenschaft relativieren. Der Zufall ist omnipräsenter Teil unseres Lebens wie die Sonne, der Mond und die Sterne. Was wir dem Zufall überordnen möchten, bleibt im Wesentlichen uns selbst überlassen. Schicksal, ein Gott, das Universum oder die Kraft der Natur, jemand führt Regie auf dieser wundervollen Welt. An manchen Tagen wir Menschen selbst, hauptsächlich jedoch jemand, der große Pläne, um nicht zu sagen, einen großen Plan mit uns hat. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben.